Während ich eure Fragen zu China beantworte, mache ich mich jetzt fertig. Gibt es wirklich eine Videoüberwachung? In Städten gibt es auf jeden Fall sehr viele Kameras, also überall, wo man sie sich vorstellen kann. Aber als ich auf dem Dorf meiner Oma war, waren da keine Kameras. Wie sind die Chinesen so drauf? Es gibt ja diesen Mythos, dass Chinesen bzw. Asiaten immer schüchtern und leise sind. Gefühlt ist jedes Kind extrem laut und sehr gesprächig. Die Erwachsenen sind auch super laut und sehr, sehr offen. Mein Freund hat sich sogar gefragt, ob wir die Leute aus dem Fahrstuhl kennen, weil wir so geredet haben, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Und ich meinte, nein, das sind Fremde. Gibt es die Ein-Kind-Politik wirklich? Die Ein-Kind-Politik gab es wirklich, jetzt nicht mehr. Mittlerweile sind 3 Kinder erlaubt. Die Drei-Kind-Politik ist eigentlich sinnlos, weil die Chinesen gar nicht mehr so viele Kinder haben wollen. Wie sind die Preise in China? Es kommt drauf an, wo man einkauft. In einer ganz simplen Markthalle oder in einem ganz einfachen Laden das Gemüse kauft, sind die Sachen schon wesentlich günstiger. Würde jetzt beispielsweise eine Gurke umgerechnet ca. 10 Cent kosten. Aber die Supermarktpreise oder auch die Preise in der Mall kann man schon mit den deutschen Preisen vergleichen. Wimpern aus China. Wie haben die Chinesen auf meinen deutschen Freund reagiert? Von vielen gab es keine Reaktion, weil auch viele Ausländer in China leben. Manche war das komplett neu. Die waren super offen, die haben sich halt dafür interessiert, wie er heißt, woher er herkommt. Die Chinesen lieben hohe Nasen und mein Freund hat eine sehr hohe Nase. Deswegen hat er auch sehr viele Komplimente bekommen und auch für seine Größe. Könntest du dir vorstellen, nach China zu ziehen? Dorthin zu reisen, meine Familie zu besuchen, dort Spaß zu haben, ja. Aber dort zu leben, kann ich mir eher weniger vorstellen.